Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Erstmal wach werden, ne? Glaube ich. Erstmal wach werden. Mein Name ist Daniel Budimann. Ich begleite euch nun in diesen wunderschönen Tag. Heute ist der 28. Oktober 2015 und es stehen fantastische Themen an, über die ich heute gerne mit euch sprechen möchte. Unter anderem Periscope. Streaming, was nicht so gut funktioniert, wenn man keine 4 Milliarden Megabit-Leitung hat über das WLAN. Aber das habe ich nämlich vorhin versucht, um auf Themensuche zu gehen. Mit euch gemeinsam hat nicht so gut funktioniert. Für diejenigen, die das vielleicht schon mitbekommen haben, unseren Twitter-Feed verfolgen. Und da gab es dann so ein Tweet, ging dann raus, automatisiert von dem Programm Periscope, dass wir jetzt live gehen. Aber die Leute haben gesagt, es gab kein Bild. So ist das, ne? Ja, und im Twitch-Chat, den begrüße ich selbstverständlich. Hallo, lieber Twitch-Chat, schön, dass ihr am Start seid. Wir können mal kurz reinschneiden, bitte schön. Da seht ihr auch, dass die Herzen auf diesem PC immer noch nicht funktionieren. Das macht uns traurig. Aber der Gedanke zählt. Ne? Da habt ihr euch selber begrüßt. Er stand auch Budi müde heute. Ja, ich bin sehr müde heute. Ich bin wirklich sehr müde. Kann man ja auch mal offen ansprechen. Warum ist das so? Wenig Schlaf, möglicherweise. Viel um die Ohren, wenig Schlaf. So ist das manchmal. Ein Thema ist gerade schon durch den Twitch-Chat geflogen, habe ich gerade aus einem kleinen Augenwinkel gesehen. Netzneutralität, kann ich wenig zu sagen, weil ich keine Ahnung davon habe. Leider, leider, leider. Eines der wahrscheinlich sehr wichtigen Themen. Also, ne? Warum reden wir nicht mal wieder über Politik, Budi? Schreibt Furry Pursuer. Guter Name. Furry Pursuer, das liegt ein bisschen daran, dass ich in der letzten Zeit zu wenig dazu gekommen bin, mich darüber zu informieren. Und selber immer noch händeringend auf der Suche bin nach Leuten, die da Bock drauf haben und die das können und die da nur explizit Zeit drauf verschwenden. Verschwenden hört sich zu negativ an. Nutzen. Ha! So, natürlich begrüße ich auch, bevor wir in die Themenlage reinkommen, auch die Leute, die über Twitter unterwegs sind. Hashtag Moin Moin, ihr seht es da unten. Könnt ihr gerne mitkommunizieren. Ich gucke immer wieder rein. Huskina schreibt zum Beispiel jetzt, ich wünsche dir auch einen guten Morgen. Hier, da guck mal, da ist er, ne? Manchmal liebe ich mein Timing, Kram erledigt, zum Zimmer rein, Moin Moin, Intro läuft, der Dirk, ne? Mit perfektem Timing, alles klar. Ja, wunderbar, da seid ihr schon, ne? Das ist doch gut. Hier seht ihr übrigens nochmal das Ding, was ich angesprochen habe gerade eben, Periscope, hat nicht so gut funktioniert. So, Leute, was machen wir? Adrian fragt, ist das bei dir auch so schlimm? Dieses Jahr fliegt die Zeit schneller als sonst vorbei. Adrian, es liegt vielleicht daran, dass dieses Jahr und vor wenigen Tagen der Zurück in die Zukunft Tag war. Unter anderem. Kann sein. So. Und Con der Zilla schreibt, nach langer Zeit mal wieder ein Moin Moin und dann gleich mit Bad Noob. Das tut mir wirklich leid, Con der Zilla. So viel zu dem Twitter-Feed jetzt gerade, zu unserer Twitter-Timeline mit dem Hashtag Moin Moin. Was haben wir denn heute vor? Tatsächlich gibt es zwei Punkte, die ich mir vorgenommen habe. Die hängen ein bisschen zusammen. Und zwar springen wir dazu direkt auf Reddit Beans. Kennt ihr natürlich die Seite. Da lesen wir nach wie vor mit. Und das ist ein Thema, was ich heute ansprechen werde. StarCraft 2, die WCS Global Finals live auf Rocket Beans TV. Dann geht's weiter mit einem, ich muss nur kurz gucken, wo er ist. Beards, jemand interessiert? Nein. Simon, bitte Greg die Schnauze lassen. Ja. Ist die Ressourcenknappheit mittlerweile Geschichte? Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. So, ne, da schreibt nämlich der SunZap. Früher hat man jeden Fehler damit erklärt, dass keine Ressourcen vorhanden sind. Stand jetzt treten wirklich nur noch selten Fehler auf und es scheint sich alles eingependelt zu haben. Die Formate sind gut oder zumindest konstant. Es gibt ständig irgendwelche Events und Specials. Mich würde deswegen interessieren, ob ihr mittlerweile mit der Anzahl an Mitarbeitern so eingespielt seid, dass alles läuft und entspannt ist oder ob das nur eine Momentaufnahme ist und immer noch alle am Limit arbeiten müssen und jeder Ausfall extrem wehtut. Das war die Eingangsfrage. Und da möchte ich heute einfach mal darauf eingehen. Das ist so ein Semi-Q&A, was ich jetzt heute mal mache. Normalerweise macht das der Hauke, der auch direkt drauf geschrieben hat. Nein, es ist nicht entspannter geworden, schreibt er. Was den Workload betrifft. Man lernt nur, sich besser zu organisieren und manchmal, so wie jetzt, bäumt sich einfach jeder auf und man versucht, das Beste rauszuholen aus der alten Mühle, schreibt der Hauke. Da würde ich ihm ja fast widersprechen.
Naja, aber tatsächlich, und damit greife ich ein bisschen vor, liebe Super Regie. Ey, erstmal guten Morgen, Super Regie. Eduard, bist du da heute oder was? Wer ist denn da drin? Julia? Paul und Julia. Guten Morgen, Paul und guten Morgen, Julia. Community, Paul, Julia, Julia, Paul, Community. Ne? Genau. Könnt ihr den Tagesplan heute schon mal reinfahren, bitte? Weil das passt natürlich wunderbar zu dem Thema. Ich hoffe, der ist schon bereit. Müsst ihr eigentlich. Also zumindest, sonst halte ich den hier hoch. Ja, genau. Zaubertrick. Da möchte ich kurz drauf eingehen, denn wir sind natürlich jetzt gerade, es ist 10.39 Uhr, wir sind live im Moin Moin. Und dann kommen wir aber schon um 14.45 Uhr heute wieder an diesem Mittwoch mit League of Legends. Der gute Marco wird da spielen, ich wahrscheinlich auch. Danach, und jetzt kommt etwas, was fantastisch ist, die Kollegen von Capcom sind heute am Start und wir kriegen Street Fighter 5. Ein Bild direkt hier zu uns, das wird aufgebaut und dann werden wir ein bisschen Street Fighter 5 zocken. Recht exklusiv. Das ist ein komisches Wort, Exklusivität und bla, scheint aber wichtig zu sein. Mir geht es da wirklich nur um Street Fighter 5. Und das wird sehr, sehr nett. Verrückt ist das. Danach eine Premiere von Game Plus. Das wurde ja alles verschoben. Das liegt tatsächlich an einer Person und das halte ich für absolut durchaus vertretbar. Fucking Moritz Bleibtreu war da, Leute. Oh, und der war nicht nur da, der war sowas von da, der war sowas von, so wie ich ihn mir persönlich als schwerer Moritz Bleibtreu Fanboy immer vorgestellt habe oder mir gewünscht habe, wie es theoretisch wäre, wenn man ihn denn mal irgendwann sprechen könnte. Und das ist fantastisch. Wir haben diese aktuelle Game Plus Folge, Simon und ich sind da am Start, auf eben diesen Tag gesetzt, weil der Moritz Bleibtreu am Montag erst da war. Ursprünglich sollte er schon letzte Woche kommen. Das nur so ein bisschen für von wegen Organisation und wie wir uns hier aufstellen. Und was da passiert ist, das seht ihr dann halt heute Abend. Ich kann nur sagen, anderthalb Stunden ist er am Start gewesen. Einfach so. Und das war so fantastisch. Ihr erlebt Simon und mich in einer ganz, ganz schlimmen Fanboy, in einem ganz schlimmen Fanboy-Modus. Ist schon fast eklig, glaube ich. Ich kann es mir selber wahrscheinlich auch nicht angucken. Aber hat der Moritz Bleibtreu auch gesagt, tut er auch nicht. Der guckt sich seine Sachen nämlich auch nicht mehr an. Das ist zum Beispiel ein Thema. Warum war er hier? Eigentlich wegen Just Cause 3. Da macht er nämlich die Synchrostimme von Rico Rodriguez. Da schnacken wir auch natürlich auch ein bisschen drüber, aber eigentlich reden wir auch über alles andere. Zum Beispiel über Mehmet Scholl. Und auch ein bisschen über Lambok 2, möglicherweise. Und all diese Sachen, das heute um 17.30 Uhr, später dann News, dann Gino Plus, wie immer, wunderbar. Und heute Abend Bonjour und live 2015, Conor und ich werden das heute Abend bestreiten. Miss Platinum ist am Start und Taktlos. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Taktlos auf dem Schirm haben und ich hoffe, es sind viele. Schreibt einfach mal in den Chat bitte rein, plus eins, wenn ihr Taktlos kennt. Und wirklich, das würde mich mal wirklich interessieren. Tosh89 schreibt, and suddenly Moritz Bleibtreu. That escalated quickly. Auf jeden Fall, ey. Bin ich mal gespannt, wenn ihr diese Frage gleich hört. Genau, und Helen Lovesia schreibt, lief gestern auf NRW-TV schon, das stimmt, NRW-TV, da haben wir eine nette Kooperation, da lief die aktuelle Folge von Game Plus gestern halt auch schon im Fernsehen. Und da sieht man, okay, viele Leute kennen Taktlos, was mich persönlich freut. Taktlos wird so ein bisschen als derjenige gehandelt in Deutschland, einer der besten und vielleicht auch der Initiator von deutschem Freestyle. Hammer. Sehr verkopft, sehr lustig, sehr, 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 sehr rabiat, alles Mögliche. Ey, und der ist heute Abend einfach mal da. So, mit Miss Platinum. Dann bin ich aufgeregt. Da habe ich schon angefangen, mir die ganzen Lieder nochmal reinzuzimmern und irgendwie in den Groove zu kommen, mich vorzubereiten. Colin und ich sind ein bisschen nervös, werden ein bisschen uns noch weiter einlesen. Und die sind unter anderem da. Außerdem heute Abend bei Bonjour, Hawkzilla. Es gab ja eine große Diskussion und auch tatsächlich viele Nachrichten von euch zu den Geisterjägern aus Nordrhein-Westfalen, aus Dortmund. Und Hawkzilla sind sozusagen der Nemesis dieser Geisterjäger. Die decken nämlich Bullshit auf. Das heißt, wenn die dann hier sind und ich nicht mehr da bin, dann liegt es vielleicht an den Gästen, die wir heute Abend unter anderem in der Sendung Bonjour haben. Naja, so ist das. Und dann eine kleine Regeländerung. Ja, ab 22 gibt es natürlich noch ein bisschen Mucke, das seht ihr da auch noch, da unten. Und danach gibt es eine Änderung, die haben wir in dem aktuellen Plan noch nicht drin, aber das haben wir vorhin schon besprochen. Es wird heute Abend nicht Blastcore geben und auch kein After Dark, sondern, ganz großes Thema, gestern die Closed Beta angefangen. Viele, viele Leute haben bereits gestreamt, wir noch nicht, weil wir gestern Halo 5 gemacht haben. Overwatch, da werde ich mich ab 22.30 Uhr hinsetzen und einfach mal Overwatch spielen. Und wer von euch zufällig einen Closed Beta Account hat, kann dann vielleicht mit reinspringen, mal gucken. So. Ey, also ist krass hier. JHey88 schreibt auch Hoaxilla-Hype. Also das ist heute echt
ein abgefahrener Tag. Und da bedanke ich mich auch nochmal an einen Thread-Ersteller aus dem Reddit Beans Forum, der wiederum gesagt hat, ihr habt es ja nicht mehr alle. Diese Woche ist bunt, sehr bunt. Und deswegen nutze ich heute so ein bisschen die Zeit, um euch zu erklären, was diese Woche passiert, beziehungsweise was das eigentlich auch mit uns zu tun hat und mit diesem, mit dem anfänglichen Thread Frage im Reddit Beans Forum, wie kriegen wir das alles gebacken oder kriegen wir es nicht gebacken und etc. Komm, wir springen noch einmal ganz kurz auf den tatsächlichen wöchentlichen Sendeplan. Und jedes Mal, wenn ich den aufmache, freue ich mir einen Arsch weg. Bis auf die kleinen Fehler, die immer noch passieren irgendwie, aber das liegt daran, dass wir einfach ständig und stets irgendwie umschieben müssen, weil so viel neuer Kram reinkommt. Donnerstag ist vollkommen klar, neue Kino-Plus-Folge, sieht man hier, Point & Click, wunderbar, Day of the Tentacle, das sind alles tolle, tolle Titel. Und dann hier unten live, 22.15, Warhammer, End Times, Vermintide, schwieriger Name. Da freuen sich die Leute extrem drauf. Unter anderem Dendritic Task gesagt, schwört auf dieses Spiel, das muss sehr viel Spaß machen. Hauke wird damit am Ball sein. Und ich meine auch der gute Dennis Rubert, der wiederum, und da springen wir auf den Sonntag, eine wunderbare Aktion startet, nämlich Diced Reroll. Das ist ein Community-Event. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, ab 17 Uhr am Sonntag bei uns auf den Sender live reinzugucken. Das machen auch von uns einfach Leute mit, die sagen, boah, wir finden das super geil. Das ist nämlich ein Charity-Event. Super. Kommt bitte rum am Sonntag. Und davor wiederum haben wir Vault 404 am Start. Also es ist alles total verrückt. Vault 404 ist ein riesengroßes Fallout-Event, 24 Stunden. Nils wird in einen Vault reingepackt, in den Vault 404. Das ist natürlich der einzige Vault, der für uns dann Sinn macht. Nicht 101 und so ein Scheiß, nein, 404. Und er spielt halt einfach 24 Stunden nochmal Fallout 3 als Vorbereitung auf Fallout 4. In diesen 24 Stunden werden wir natürlich auch was zu Fallout 4 bringen, natürlich, selbstverständlich. Wir hätten gerne auch schon Fallout 4 gespielt, aber das ist weltweit nicht machbar. Und dann gibt es noch so lustige Sachen wie so nukleare Winterspiele und ich will nicht zu viel verraten. Aber das Ganze beginnt um 12 Uhr, ist live und bleibt auch sozusagen fast live über 24 Stunden. Wir haben da so ein paar thematische Spitzen gesetzt, wie ein Almost Daily Apokalypse, nochmal. All diese ganzen Sachen werden da mit dran teilhaben und ich bitte euch, wenn ihr Bock drauf habt, schaut einfach mit rein. Und dann davor, Freitag, Beans vs. Lego. Auch vollkommen verrückt. Ne? Ja. Da wird der Lego Todesstern gebaut und währenddessen werden wir Lego Dimensions spielen, weil Lego Dimensions eigentlich so ein bisschen ja, das Kondensat aus all den lustigen Lego-Titeln ist und das Portal auch mit drin und all der ganze Spaß. Und das werden wir parallel spielen, während sich andere Leute darum kümmern, den Todesstern zu bauen. So. Wie komme ich jetzt wieder zurück zu der Eingangssache? Es geht so ein bisschen darum, ihr habt gefragt, beziehungsweise ein Thread-Ersteller hat gefragt, ist die Ressourcenknappheit mittlerweile Geschichte? Und da erzähle ich vielleicht, ich gehe gleich auf euer Feedback ein, erzähle ich vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen. Das, was wir mit Rocket Beans TV geplant haben, haben wir nicht geplant. Wir haben es erstmal gemacht. Und das ist tatsächlich inzwischen ein Jahr her. Also wer die Geschichte von Rocket Beans von euch mitbekommen hat, es ist fast auf den Tag, ein Jahr her, dass wir ein Video veröffentlicht haben, wo wir gesagt haben, scheiße, geht einfach alles nicht mehr. Wenn ihr aber Bock habt und wenn ihr Interesse habt, dass wir das hier weitermachen, dann supportet uns einfach. Wir wollen wissen, ob wir überhaupt noch gefragt sind. Und wenn nicht, dann wäre das auch für uns persönlich zwar blöd, aber es wäre auch vollkommen okay gewesen. Wir sind ja auch schon ältere Generation, so einfach ist es ja auch. Und was Schnitt vor einem Jahr passiert ist, Schnitt hin zu jetzt, es ist nicht der Krankenwagen, der plötzlich gekommen ist, kleiner Insider, sondern es ist plötzlich Rocket Beans TV geworden. Und jeder hat in diesem einen Jahr so unfassbar hardcore gerockt und jeder von uns hat diese Idee im Kopf, irgendetwas Neues und irgendetwas zu bauen, was besondererer ist, so, was uns Spaß macht und was natürlich auch euch Spaß macht und was man zusammen aufbaut. Und die Ressourcen waren damals selbstverständlich wesentlich knapper, die sind jetzt besser geworden, aber die Vision, die wir ja eigentlich alle davon haben und die wir auch schon früher hatten, die wir auch schon in all den Gedankenspielen hatten vor letztem Jahr, im Sinne von, oh Gott, eines Tages, wie stellt euch das mal vor, haben wir sowas wie einen Sender und da können wir machen, was wir wollen, die ist immer noch nicht erreicht. So, ist auch so ein schwammiges, waberndes Ding, aber wir kommen schon inzwischen, und das ist fantastisch, sehr nah irgendwie daran, wenn man sich, wie gesagt, einfach mal den Wochenplan von dieser Woche anguckt. Und das hat ganz viel mit euch zu tun. Das hat einfach ganz viel mit euch zu tun, dass ihr scheinbar echt Bock darauf habt, dass ihr natürlich auch diese Fragen halt stellt, dass ihr euch bewusst ist, dass wir vor vielen Monaten gesagt haben, ey, viele Fehler passieren, weil wir die Ressourcen nicht dazu haben.
das Argument steht immer noch. Viele Fehler passieren, weil wir die Ressourcen nicht dazu haben, aber wir lernen ja zum Glück mit. Wir adaptieren uns in dem Sinne. Wir teilen uns neu auf, aber so etwas so schnell aufzubauen, ich glaube, das funktioniert nicht einwandfrei und soll auch nicht einwandfrei funktionieren, weil wenn man halt auf die Fresse fällt bei manchen Sachen, dann tut das auch mal ganz gut, dann weiß man nämlich, was man dieses Mal vielleicht besser machen sollte. Und deswegen als Antwort, Hauke hat es eigentlich gesagt, es ist nicht entspannter geworden, weil einfach mehr da ist, aber wir können jetzt mehr machen und das ist die geile Sache. Es passieren rechts und links so viele interessante Gespräche, so viele Optionen theoretisch, die man ziehen könnte, wenn man denn wollte. Da muss man wiederum Arbeitszeit reinlegen und das ist auch vielleicht der Grund, warum viele Entscheidungen oder vieles, was ihr euch eigentlich wünscht, was vielleicht mal etabliert war, nicht so hundertprozentig irgendwie konstant weitergeführt wird, weil wir halt jedes Mal uns neu umstellen müssen. Das einmal dazu. Und das ist fantastisch. Ich mag sowas wirklich sehr, sehr gerne, weil es zeigt, dass wir uns irgendwie entwickeln. Ob wir uns weiterentwickeln, ja, tun wir. Ob wir uns in die richtige Richtung entwickeln, ich persönlich sage ja, definitiv. Aber das ist immer eine Sache, die wir uns im Dialog, in der theoretischen Beziehung, die wir haben, eigentlich ist es eine praktische Beziehung, die wir gemeinsam irgendwie herausfiltern. Und da gab es auch im Reddit Beans, das ist echt interessant, da gab es noch einen anderen Thread, den suche ich jetzt nicht raus, weil der schon ein paar Tage älter ist. Da gab es auch die Frage, ob die Community uns überhaupt so wichtig ist. Weil das sagen wir zwar immer, unter anderem hier in Moin Moin, aber irgendwie gehen wir ja gar nicht richtig drauf ein oder keine Ahnung was. Und dazu vielleicht ein kurzer Satz von mir. Und ich gucke parallel tatsächlich in den Twitch-Chat und gucke, was ihr dazu schreibt. Immer und ständig und stets das zu tun, was ihr wollt, macht keinen Sinn. Das ist keine echte Beziehung. Also das ist, wir haben sowas wie eine Beziehung. Wir sind ja, das ist ein Satz, den ich sehr gerne sage, den ich auch so sehe. Wir sind die Community. Nicht ihr seid die Community und wir sind hier, sondern wir sind eine gemeinsame Community. Und innerhalb einer Community, immer innerhalb von einem Gefüge von verschiedenen Menschen, macht es auch Sinn, dass man sich mal abfuckt. Es macht total Sinn, dass ich auch mal sage, okay, du, ganz besonders du irgendwie, bist im Twitch-Chat echt beschissen drauf, du gehst jetzt bitte. All die ganzen Sachen, das ist ein anderes Thema, worüber viel diskutiert wird, über Moderation im Twitch-Chat etc. Wir haben das auf dem Schirm, nur es ist die Frage, welche Priorisierung müssten wir gerade jetzt im Alltag irgendwie einhergehen. Und eine Priorität ist ganz klar, dass wir versuchen, immer wieder auf euch, logischerweise euch zuzuhören. Und das tun wir halt, indem wir halt mitlesen. Und das tut jeder Einzelne von uns. Und das tut auch jeder Einzelne in der Freizeit, das was vollkommen absurd ist. Was schön ist, was mich freut, was mich stolz macht. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch in Anführungsstrichen dann einige Leute von euch verstehen müssen. Eine Beziehung funktioniert nicht nur einseitig im Sinne von, ich will jetzt aber das und wenn ich das nicht bekomme, ist die Beziehung scheiße. Sondern Beziehung funktioniert dann, wenn jemand sagt, ich will das und der andere sagt, fuck you, geht gerade nicht. Aber es geht nicht aus den und den Gründen. Und dann das vielleicht akzeptiert wird. Oder wer weiß. Soll keine Entschuldigung sein, es soll nur vielleicht meine persönliche Meinung zu diesem Thema äußern. Das hier, was wir aufgebaut haben seit ungefähr einem Jahr, ist dank euch, dank allen, die hier hinten sitzen, immer noch da und wird wahrscheinlich auch noch da sein. Und das ist fantastisch. Und das sollte nicht verloren gehen, dieser Gedanke. Wir sind nicht fertig und wir sind kein fertiges Produkt, was man cool finden kann oder nicht cool finden kann. Das kann man immer machen, das kann man vereinzelt machen mit einzelnen Formaten. Aber naja, jetzt bin ich doch ein bisschen abgewandert, das tut mir wirklich leid. Was als Beispiel vielleicht ganz gut funktioniert, was wir hier machen und was für Fehler wir tatsächlich immer noch machen. Und die sind nur menschlich und ich freue mich, dass wir menschlich sind und keine Industrie oder kein Ding, was irgendwie nur nach Stichuhr arbeitet. So wollen wir gar nicht agieren. Ein bisschen mehr Struktur, definitiv, keine Frage. Aber ein Beispiel dafür, dass Fehler gemacht werden und Fehler menschlich sind und Fehler auch wirklich Spaß machen können, ist tatsächlich passiert mit Sophia und Tim. Und dann haben wir ein kleines Highlight vorbereitet. Die beiden haben Point and Chick gespielt, meine ich. Oder war es Catherine? Das kann Catherine gewesen sein. Und wir gucken mal ganz kurz rein, was da passiert ist mit Sophia und mit Tim. Bitteschön. Ah, wir machen jetzt den Boss nochmal, ne? Dann mache ich jetzt den Boss und das nächste machst du. Oder willst du den Boss machen? Hä?
Den ersten. Ich glaube, du warst dran, wenn ich mich recht erinnere, aber ich weiß es nicht. Ja, den Boss müsste ich jetzt noch machen und danach bist du wieder dran. Ja, checken wir halt mal. Machst du erstmal und dann. Okay. Hast du den Schlüssel gefunden? Ja. Ja. Habe ich dich geweckt? Mhm. Mehr Guitar Hero. Ja, zum nächsten Mal hören wir uns ein paar Songs mehr an, dann wird's auch noch besser. Ja, beim nächsten Mal brauchen wir mal eine richtige Abhöre. Wir sind schon da. Ach so. Das ist ja toll. Wir sind live, wieso sagt uns das denn niemand? Gino, wir sind gerade live. Ich kann gerade nicht telefonieren. Ah, sehr gut. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Bin ganz froh, dass sie so reden, wie sie geredet haben und nichts anderes besprochen haben, sich zum Beispiel über irgendwas abgefuckt haben. Nein, aber so ist das. Das ist fantastisch. Das war einfach live und ich liebe das dafür, dass es so passiert und ich liebe die Reaktion der beiden dahinter. Und das ist so etwas, was ich fantastisch finde. Und das macht dann irgendwie auch Rocket Beans aus, finde ich, dass man so einen Kram einfach mal macht. Wird für andere professionelle Medienkonsumenten vollkommen absurd sein. Für uns in unserer Welt ist es fantastisch, dass das plötzlich passiert. Und ebenfalls fantastisch ist etwas, auch noch ein kleines Highlight, was ich euch jetzt zeigen möchte. Nach den, oh Gott, ich habe schon wirklich 20 Minuten einfach nur durchgelabert. Wrestling war gestern am Start. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Dennis Heinrichs und Gregor Katsios haben Wrestling gespielt, live. Und da gab es aber Besuch von Wrestlern. Gucken wir uns auch nochmal an. Ja, ich würde aber dann eher also nicht diese komischen Zombie-Augen geben. Nee. Next week, WrestleMania, we'll destroy you all! Au, Alter! Ah, der hat mir voll auf den Kopf gehauen! Sag mal, ist das so, wenn ihr mit Gino trainiert, immer so, oder? Ja, und während Hannes und Gunnar vorehelichen harten Sex gerade haben und Dennis mit dazugeht, heißt das, ihr seid jetzt verlobt, oder? Hier nicht das Format kaputt machen. Diesen Fake-Wrestlern. Was viele nicht wissen, Dennis Heinrichs hat tatsächlich an dem Abend zuvor Training gehabt. Ich werde nicht zu viel erzählen, aber er hat 30 Kilo auf seinen Beinen gehalten und hat die hoch und runter bewegt. Das war der Grund, warum er Leichtigkeiten hatte, diese beiden Pappnasen, diese Fake-Wrestler, aus dem gesamten Gebäude rauszutreten. Das hat man nicht mehr ganz genau gesehen, weil das off-camera war und unsere Mikrofone sehr guten Schallschutz haben. Man hört wirklich nur das, was am Mund passiert, aber die sind wirklich durch die Häuserwände geflogen, durch die gesamte Straße hindurch auf das Schulterblatt. Das ist ungefähr so 400 Meter von uns entfernt. Dennis Heinrichs, er trainiert mit Sinn. Ja, und ein anderes Highlight, was ich tatsächlich noch nicht kenne, ich bin aber sehr gespannt, geht auch nur ganz kurz, ein Highlight ebenfalls von gestern für Guitar Hero. Ist ja auch neu draußen, hat man vielleicht gesehen, es gibt auch international ganz tolle Werbeslots, so unter anderem mit Lenny Kravitz, die dann jetzt das neue Guitar Hero Spiel spielen. Wir haben das auch gemacht. Und es war so ähnlich wie mit Lenny Kravitz, gehe ich einfach mal nur aus, weiß ich nicht. Gucken wir uns gemeinsam an, ein kleines Highlight von gestern, Guitar Hero Live. Okay. Ja. Okay. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Meine Fresse. Das war ja gar nicht gut, ey. So, und dann, ups, Entschuldigung, nochmal.
Auch als kleines Highlight, als kleines Teaser-Ding, falls ihr es selber noch nicht über Twitter mitbekommt, zeige ich euch nochmal kurz dieses Video. Einmal draufspringen. Alleine dieses Bild schon. Guck dir das mal an, Alter. Das ist Moritz Bleibtreu. Seht ihr, Kinder? Deswegen sind Videospiele scheiße. Hör auf jetzt. Hammer Scheiße! Ficken! Wow, so ist es. Fantastisch ist das doch, genau. Also heute, 17:30 Uhr, ein kleiner Teaser irgendwie. Und da hat man ja schon gesehen, ja, Moritz Bleibtreu ist am Start. Verrückt, es ist ja total verrückt, alleine auch für mich jetzt einfach diese Highlights sich anzugucken, mit euch gemeinsam. Also es macht wirklich, macht sehr viel Spaß, es ist verrückt. Und dann vielleicht auch nur, hat uns jemand über Twitter auch geschrieben, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber wir springen kurz mal in den Rechner zurück. Diese Person hier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der gute Antoine ist, aber ich glaube ja, ist das, sehr verehrte Damen und Herren, ist das der Technik, der Saturn Technik, man weiß es nicht. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht, vielleicht wisst ihr es. Würde fertig lustig, wenn ihr mir das bestätigen könntet und alles, was im Twitch-Chat oder bestätigt. Echt? Es ging schnell, Paul. Paul, weißt du mehr, bitte? Nee? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das. Ich glaube auch, er sieht halt auch so aus, ne? Er sieht, ja, in jungen Jahren, ja. Wir können noch mal ganz kurz reinspringen. Guck mal, ich mach das noch mal groß hier. Da. Jay and Silent Bob. Also, tatsächlich auch nicht so schlecht. Derjenige, der früher die deutsche Fassung von Silent Bob gemacht hat, ist jetzt der Technik. Der sogar reden kann. Neue Kampagne, ganz groß, von Saturn. Kann man sich angucken in die Internet. Verrückt ist das doch. Klein ist die Welt und verrückt ist die Welt. Ja, das kann man an der Stelle sagen. Ja, ansonsten, was gibt es denn noch für... Ich versuche das irgendwie abzurunden für die Leute, die wirklich seit Start dabei sind bei Moin Moin. Oder kurz für die Leute, die frisch dazugekommen sind. Ich habe ein bisschen einfach frei heraus mal gelabert, wie absurd das ist. Und bei uns, bei Rocket Beans, habe ein bisschen mal darüber sinniert, warum wir vielleicht irgendwie etwas machen, wie wir es machen, und wollte damit aber eigentlich nur folgende Frage beantworten, die wir jetzt nochmal kurz zeigen können, die bei uns im Reddit-Forum aufgetaucht ist von dem Sunzep, nämlich ist die Ressourcenknappheit mittlerweile Geschichte? Und da bin ich von dem Punkt auf einfach den Wochenplan gegangen, den wir hier sehen. So, da ist er. Halo 5 und so, Pokémon findet ihr super, ne? Raff ich ja immer noch nicht genau, warum ihr Pokémon so geil findet, aber das Thema hatten wir schon. Naja, und zusammengefasst, die Ressourcenknappheit, um es wirklich runterzubrechen, wir sind mehr Leute geworden, dank euch, dank allen, die hier sind, dank der Idee vielleicht, die irgendwie dann doch transportiert wird, aber unsere Vision oder unser Ziel ist dadurch halt auch mitgewachsen. Ne? Man wächst ja tatsächlich so ein bisschen von Tag zu Tag mit und man überlegt selber, okay, was habe ich gestern falsch gemacht und was kann ich morgen besser machen? Und ich finde, der Wochenplan von dieser Woche zeigt das eigentlich. Wenn man sich den Wochenplan von dieser Woche anguckt mit dem und vergleicht mit einem Wochenplan, der vor 8 Monaten oder sowas da war, dann ist das schon verrückt, finde ich. Und wer weiß, wie es nächstes Jahr theoretisch aussehen kann. Auf diesem Weg sind wir und auf diesem Weg bereiten wir uns irgendwie vor und versuchen das immer wieder so knackig und so geil wie möglich zu machen. Und da kann man aber auch sagen, da sind wir einfach dankbar, dass so verrückte Leute wie zum Beispiel Moritz Bleibtreu einfach hier hinkommen und sich scheinbar, das werdet ihr heute live, also nicht live, aber in der Premiere um 17.30 Uhr sehen, sich scheinbar auch sehr wohlfühlen. Oder heute Abend bei Bonjour, nochmal als kleiner Hinweis, heute Abend bei Bonjour live wird Miss Platinum am Start sein. Wunderbar. Ich werde sie auf jeden Fall fragen übrigens, ob sie, wie oft sie Sister Act geguckt hat. Wer sich die Geschichte von Miss Platinum und sei es auf Wikipedia einfach mal durchliest oder wer es halt weiß, ist, dass sie eine kleine ähnliche Geschichte wie bei Sister Act hatte, nur dass sie halt die Schülerin war. Aber ich bin gespannt, das ist eine Theorie, werde ich fragen. Taktlos ist am Start, wie verrückt ist das denn? Capcom kommt heute live vorbei mit Street Fighter 5. Absurdement, alles ist absurdement, so, ne? Und, das ist, es ist verrückt, auf jeden Fall. Und da
Es ist schön, dass man sowas, so die Möglichkeiten dazu hat. Und das ist auch fantastisch, da kann ich vielleicht auch ein bisschen drüber erzählen. Guck mal, finde ich das denn jetzt gerade? Ich gucke mal. Ich war letzte Woche bei den Medientagen in München und durfte da so ein Ding moderieren. Das ist für mich ist das immer ganz praktisch, weil ich lerne verschiedene Leute kennen. Als Moderator spricht man dann direkt mit den Referenten oder Diskutanten oder den Speakern. Und das sind dann oftmals bei diesen komischen Medientagen sind das halt dann doch irgendwelche Hochkaliber irgendwie aus der Kreativwirtschaft. Und das finde ich immer sehr interessant, weil da kommt man dann auf Gespräche recht schnell, kann dazuhören, kriegt so ein bisschen mit, wie funktioniert denn die Industrie, weil das ist meistens nur industrieseitig. Und das finde ich sehr lustig. Also da wurde zum Beispiel bei Medientag in München, da war der Sigmar Gabriel wieder da und der Thomas Gottschalk hat das moderiert. Das ist so ein bisschen die Schlagkraft, die die Medientage München haben. Und ich gucke gerade, ob ich diese Vortragsreihe finde. Wahrscheinlich nicht. Kann man sich tatsächlich angucken. Interessant finde ich. Komm, wir springen mal zusammen rein. Ne? Und das ist eigentlich so das allerbeste Beispiel dafür, dass die gesamte Kreativwirtschaft ein Riesenproblem hat. Und zwar in allen Belangen. Und das ist, es ist für mich auf der einen Seite, ich bin ein bisschen gehässig, fantastisch. Ich finde es fantastisch. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich traurig, wie sie das alle nicht mitbekommen haben und explizit in Deutschland. Hier, wenn man sich das nämlich anguckt, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich springe mal ein bisschen weiter rein hier. Da, Medientage München, crossmediale Ausbildung ist nötig. Wichtiges Thema, theoretisch 19 Aufrufe. Ne? Bayerischer Rundfunk hier, das ist Medientage München, 25 Videos, das 65 Aufrufe. Klassische Mediendreiklang ist lange überholt. Dank Digitalisierung und Internet werden Informationen und Unterhaltung heute auf vielfältigsten Wegen verbreitet. Und der Umbruch der Medienlandschaft ist weiter in vollem Gang. Auf den Medientagen in München, dem europaweit größten Branchentreffen, diskutieren zum Beispiel Programmchefs mit YouTubern und Medienmanager mit Datenschützern. Und der SWR-Internet... So, ja... genauso trocken könnt ihr euch das dann auch wirklich vorstellen. Das war natürlich toll, Tagesschau etc. Großes, klassisches Medienaufkommen war vor Ort. Wenn man sich dann aber selber mit einigen Leuten unterhält, die eher in Anführungsstrichen in unserer Richtung agieren, dann sagen die halt schon, naja, also da werden zwar die Leute eingeladen, aber das Publikum versteht nicht so hundertprozentig, was da los ist. Und das ist eine Erfahrung, darüber habe ich in vergangenen Moments auch immer mal wieder gesprochen. Viele Leute aus der Industrie kennen Twitch noch nicht mal. Für uns ist das vollkommen Usus, vollkommen normal und sogar sehr gut. Aber die meisten Leute raffen das einfach noch nicht. Die sind gerade bei YouTube angekommen und raffen immer noch nicht, warum das so unglaubliche Zahlen hat. Und die können gar nicht richtig abstrahieren, dass diese Aufrufzahlen gar nicht so wichtig sind und all das. Ach Gott, schwieriges Thema. Fand ich nur wirklich sehr interessant. Und da werden halt dann, ne, das ist, ich habe da auf jeden Fall gespürt, okay, es ist selbst bei den Medientagen in München oder gerade bei den Medientagen in München eigentlich sogar noch schlimmer als gedacht. Und da macht man ja in letzter Zeit dann doch, was auch cool ist, was auch für uns persönlich ganz toll ist, es ist schön, dass man eingeladen wird überhaupt zu diesen Events. Das heißt, irgendwer hat das schon irgendwie auf dem Schirm, dass es zum Beispiel jetzt uns oder so etwas wie uns gibt. Und das passiert in letzter Zeit häufiger. Und man geht natürlich raus und versucht, dieser Industrie zu erklären, Leute, die Industrie hat sich geändert. Aber hallo, hat es sich geändert. Da gibt es sehr schlaue Leute, wie zum Beispiel den UFA-Lab-Chef, der wirklich gesagt hat, den hatte ich wiederum in einer Diskussion auf der Bühne. Da waren dann irgendwie 300 Leute oder was im Publikum. Und der meinte ganz trocken, wer jetzt noch schaltet, hat, wenn überhaupt noch Chancen als Medienhaus, nicht kaputt zu gehen, und zwar innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und der Mann kennt sich, glaube ich, aus. Der ist ein ganz großer Stratege, was halt generell Bewegtbild angeht und digitale Transformation, tolles Buzzword, macht aber irgendwie tatsächlich Sinn. Und das war super spannend. Also es gibt super spannende Themen, gerade wenn man überlegt, dass da Leute sitzen, die zum Beispiel von den öffentlich-rechtlichen, natürlich, also in dem öffentlich-rechtlichen System drinstecken. Und die einfach nicht schalten können. Sie können nicht schalten. Der Kahn ist zu alt und zu langsam. Und da habe ich dann auch wieder mitbekommen, keine Ahnung, ob das valide ist oder nicht. Ich spreche immer ganz gerne von dem jüngsten deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, dem WDR. Das war vor 4 Jahren mal 58 und angeblich sollte jetzt bei 62 Jahren liegen. Das weiß ich aber nicht. Aber selbst 58 als Durchschnittsalter ist ein bisschen krass. Ne? So. Und wenn man sich dann anguckt, ach Gott, jetzt komme ich wieder von Höchstchen ins Stöckchen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wer von euch den ARD-Check gesehen hat. Habt ihr davon mitbekommen? Der ist jetzt eine Woche alt. Ich gebe es einfach mal bei Google ein, mal gucken. Und den kann man sich auch angucken, weil der ist recht wichtig. Der ARD-Check, das erste. Komm, wir springen mal auf ins Internet rein. Da, der ARD-Check.
Diese beiden Kollegen hier, die kennt man vielleicht. Ne? Das sind die ARD-Intendanten Tom Buro und Lutz Marmor, steht hier unten auch wunderbar. Und sie stellen sich oder stellten sich eben den Fragen der Zuschauer, wie der allgemeine Rundfunk. Ach Gott, ist das schlecht. Ist ja aber Latte. Und das ist vor Publikum gewesen und man kann sich die ganze Sendung angucken. Komm, wir springen einfach mal rein. Ist doch öffentlich-rechtlich. Kann man doch machen. Oder werden wir verklagt? Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir machen das mal. Yes! NDR-Intendant Lutz Marmor und WDR-Intendant Tom Buro diskutieren mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Sandra Maischberger. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier live aus Hamburg. Dieses ist eine Live-Sendung. Und es geht eigentlich um zwei große Fragen. Mhm. Das eine ist, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld die ganze Zeit und kann man euch eigentlich noch etwas glauben? Das sind zwei Fragen an die ARD, die heute im Mittelpunkt stehen werden. Die Fragen kommen von Ihnen, den Zuschauern. Über 1000 Fragen, da haben sich mit diesen Fragen beworben. Zack, 1000 Fragen haben sich beworben bei dem ARD-Check. Könnt ihr euch angucken. Ich habe ja gerade live mitbekommen, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach ARD-Check eingegeben und dann kann man sich das angucken. Wäre auch schade, wenn nicht. Und wer sich das dann in Gänze anguckt, der wird automatisiert raffen, was eigentlich aus unserer Perspektive so schief läuft. Denn ich wollte gerade sagen, Kollege Buro und Marmor, nein, die ARD-Intendanten Tom Buro und Lutz Marmor sagen eigentlich unterm Strich, die 8 Milliarden Euro, die wir kriegen für das gesamte duale System, also für die Öffentlich-Rechtlichen innerhalb des dualen Systems in Deutschland, reichen eigentlich gar nicht aus, um eben entsprechend all die Informationen und Inhalte und Produktionen gerecht zu bezahlen, damit es irgendwie Sinn macht. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und sie wollten sich eigentlich so ein bisschen wie so ein Polit-Talk, wollten sie sich den Fragen der Zuschauer stellen, aber es gab keine kritischen, also keine echten kritischen Fragen aus dem Publikum. Selbst diese 1000 angesprochenen Fragen wurden irgendwie, wer weiß, wie auch immer gefiltert oder nicht, es wurden nicht wirklich gefiltert. Es war einfach außerhalb der Reichweite. Das ist das Problem. Wer von uns hat davon im Vorfeld mitbekommen? Keiner hat davon mitbekommen. Obwohl das eigentlich eine sehr gute Chance gewesen wäre, theoretisch. Aber selbst im Publikum gab es, wenn überhaupt, mal einzelne Fragen, aber die wurden nie dann weitergebohrt etc. Das Thema Alter wird dort thematisiert und demografischer Wandel und etc. Aber das, was anteilig eigentlich passieren müsste mit Jugendförderung etc., ist auch wird auch thematisiert, aber es wird nicht echt, aus meiner Sicht, echt thematisiert. Wenn ihr Interesse habt, da weiter reinzusteigen, dann guckt euch das an. Es geht eine Stunde und 40 Minuten oder was. Irgendwie sowas. Fand ich aber interessant. Und alleine schon, wenn man sich das überlegt, wie das Ganze anfängt, ist es halt klassisch gelerntes Fernsehen. Und ich sage nicht, dass klassisch gelerntes Fernsehen schlecht ist. Oh, auf gar keinen Fall. Ich sage auch nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen allgemein scheiße sind. Auch nicht. Vollkommen, vollkommen falsch. Es ist ich sage nur, dass sie ganz, 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 ganz dringend sehr viel sinnvoller Anteile dieser 8 Milliarden Euro, dieser unglaublichen Summe, in andere Projekte stecken sollten, um zeitgemäß agieren zu können. Und da gibt es schon gute Redaktionen. Es gibt auch sowas wie E-Labs und etc., die sich darum kümmern. Es gibt viele Projekte, die gefördert werden, wovon wir im Gros nichts mitbekommen, weil wir eher generell schießen als zuhören. Also im Sinne von, ihr seid scheiße, ihr habt viel Geld. Wo ist das? Ich will keine deutsche Schlagergedöns sehen. Das Gewicht ist das Falsche. Ich glaube, die Relation ist das Falsche. Und das ist schwierig, glaube ich, gerade für die ARD zu raffen. ZDF ist da ein bisschen schneller unterwegs. Und das ist auch interessant, wenn man dann mit Kollegen redet, die zum Beispiel dann wirklich für das ZDF arbeiten und für Kollegen, die auch wirklich für das ARD arbeiten, dann mit angeschlossen beim MDR zum Beispiel oder sowas. Das ist super interessant, wie das da scheinbar abgeht. Auch gerade jüngere Leute, die ja wollen, ja, die eigentlich was Neues machen wollen, aber es geht halt nicht. Ach, jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert. Aber macht ja tatsächlich so ein bisschen Sinn. Auch mit dem Eingangsthema, was ich gesprochen habe, von wegen, was machen wir hier bei Rocket Beans eigentlich und immer vorgenommen, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Vielleicht auch mal tatsächlich Leute hier einzuladen, die Fernsehen machen und dann wiederum hier in unserem Kontext, in unserem Umfeld diese Fragen beantworten zu können. Das wäre toll. Mal gucken, eines Tages vielleicht. Aber ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 11.12 Uhr und ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit.
Aber zwei Fragen kann ich wahrscheinlich noch beantworten. Nee, 10 Sekunden habe ich noch. Adrian, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder willst, aber was hältst du von diesem GEZ-Mist? Adrian, es ist, habe ich gerade schon beantwortet, es ist kein Mist. Es ist nur mistig und traurig, dass es nicht zeitgemäß gefördert und genutzt wird. So, Zeit ist um. Ihr seht das nicht, es ist ein roter, blinkender Bildschirm mit einem Countdown. Das wurde hier einfach mal gebastelt. Finde ich fantastisch, dass sowas gebaut wird. Einfach nur so. Und dieser rote Bildschirm sagt mir, ich soll ganz schnell die Schnauze halten. Deswegen halte ich die Schnauze. Und ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. In Hamburg sieht es okay aus, das reicht uns. Und wenn ihr Bock habt, dann bleibt heute Abend am Start, kurz zusammengerissen, ab 14:45 sind wir wieder live. League of Legends, Marco und ich wahrscheinlich, danach Street Fighter 5. Live, Street Fighter fucking 5 ist hier am Start. Wir können es hier spielen und haben Entwickler, glaube ich, am Start. Bin mir nicht sicher. Dann Game Plus mit fucking Moritz Bleibtreu. Verrückt ist das. Und dann 20:15 Miss Platinum und taktlos am Start. Heute Abend, dann noch ganz spät ab 22:30 Overwatch. Close Beta. Ein verrückter Tag. Ich entlasse euch in diesen Folgen, in den entsprechend angesprochenen. Ich hoffe, euch geht's gut. Tschüss. Habt einen schönen.